Wenn ich singe, fühle ich mich leicht. Ich fühle mich auch stark. Ich fühle mich lebendig. Wenn ich es schaffe, das Publikum oder mein Gegenüber mit meiner Musik oder mit meiner Stimme zu erreichen, dann fühlt sich das natürlich total schön an. Mein Name ist Marie-Louise, ich bin 41 Jahre alt. Für mich war Musik immer ein Teil von meinem Leben. Ich komme aus einer streng religiösen Familie. Das bedeutet, jeden Sonntag in der Kirche sein, alle Lieder auswendig kennen. Ich wusste mit 10 schon, dass ich Krankenschwester werden möchte. Also habe ich dann mit 17 meine Ausbildung angefangen. Habe nebenher immer, wie gesagt, weiterhin meine Schallplatten gehört, auf Konzerte gegangen. Ich habe auch im Krankenhaus immer gesungen, so auf den Fluren, oder man hat schon gewusst, ich singe. Dann habe ich einfach angefangen, auch Texte rauszuholen und Melodien dazu geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, hey, das funktioniert und ich kann selber Singer-Songwriterin sein und kann selber meine Songs schreiben. Und so hat sich das dann entwickelt. Corona, die ganze Krise, hat mich auf sehr vielen Ebenen verändert. Es gibt ein Lied, das ich geschrieben habe in dieser Zeit, also in der jetzigen Zeit, wo für mich diese ganze Stimmung drin liegt, diese Emotion, dieser ganze Zustand. Das Lied heißt On Standby. Das ist für mich eine einmalige Geschichte. Ich habe noch nie mit so einer Situation zu tun gehabt. Ich habe noch nie ein Lied geschrieben darüber, was es bedeutet, wenn alle Menschen sich nur noch mit Mundschutz über die Augen begegnen. Da hätte ich vor einem Jahr noch nie drüber nachgedacht, über sowas zu schreiben. Die Botschaft des Liedes ist, dass wir uns weltweit mehr in die Augen schauen sollten. Also jetzt geht's zu meiner früheren Arbeitsstelle, also ins Diakonie-Klinikum Stuttgart-West. Und dort wird das Konzert im Patientengarten stattfinden. Das Konzert ist ja aufgrund von Corona überhaupt erstmal entstanden. Die Idee entstand ja vom Krankenhaus aus, was können wir für die Patienten tun in dieser Zeit. Der Weg als Krankenschwester und auch der Weg als Künstlerin und Musikerin ist auch irgendwie in dem Moment, wenn ich da stehe, auf dieser Wiese, verbunden. Musik kann auch eine Medizin sein und eine heilende Kraft haben. Das Schönste, was passieren kann, ist, dass wir drei Musiker mit unseren Instrumenten, mit unseren Liedern die Leute erreichen können. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Wenn man keinen Besuch haben kann, gibt einem das doch noch so ein bisschen gute Laune und Hoffnung. Jetzt habe ich das Konzert und jetzt geht es mir richtig gut heute Abend.
Ich mache nicht nur Musik hier an meiner früheren Arbeitsstätte, sondern ich arbeite auch ehrenamtlich als Sitzwache, weil eben die ganzen Angehörigen nicht mehr ins Krankenhaus dürfen zu den Patienten. Die Arbeit als Sitzwache bedeutet mir sehr viel. Ich habe eine große Verantwortung. Ich fühle ein großes Verantwortungsgefühl, wenn ich bei den Menschen sitze. Obwohl ich den Patienten nicht kenne, muss ich ja mit dem in einer seiner schlimmsten oder schwersten Stunden, bin ich ja da für ihn. Über ja, 2-3 Stunden sitzt man am Bett des Patienten. Manchmal kann man sich mit dem Patienten unterhalten. Es sind auch schon ganz tolle Gespräche entstanden. Manchmal lese ich vor oder manchmal sitze ich einfach nur da und biete sozusagen meine Präsenz an für jemand, der unruhig ist und ängstlich ist. Ist das wirklich was ganz Wichtiges? Für mich ist das eine Stille und eine ganz wertvolle Begegnung. Don't you know, I'm talking about the revolution, it sounds like a whisper. Ich fahre jetzt gerade nach Sindelfing und zwar wird dort ein Balkonkonzert veranstaltet, vom Balkon für die Menschen, die dort leben in diesem Wohnblock. Bin also sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich freue mich sehr, dass ich da die Möglichkeit habe, ja, live zu spielen. Es ist ja gerade in der Corona-Zeit für einen Künstler was ganz Besonderes, den direkten Kontakt zum Publikum zu haben. Es regnet schon sehr. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich rauswagt. Jetzt, genau. Jetzt kommt ein Lied, das hat Leonard Cohen geschrieben. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Es gibt ein ganz großes Problem generell in unserer Gesellschaft mit Einsamkeit, aber aufgrund von Corona ist das noch verstärkter geworden. Und ich glaube, Musik kann da genau ansetzen. Musik holt einfach diese Emotionen aus den Menschen raus, was ich wunderbar finde. Und manchmal sehe ich Tränen in den Augen oder ein lachendes Gesicht oder Nachdenklichkeit. Ich bin total glücklich und ja, ich finde, es war ein sehr schönes Erlebnis. Tschüss!